Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrat, SEO at its best. SEO-Haus. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt Jens Hautrat und wir sind in der Special Interview Edition im Rahmen der SMX und da habe ich zwei super Gäste hier und zwar Helen und Benedikt. Hallo. Ja, hallo aus dem wunderschönen Köln. Genau, hallo auch von mir. Ja, auch schöne Sonne bei euch heute? In der Tat. Also ich sitze im Keller, das heißt, wir können das vermuten, aber der Auszug vom Himmel sieht blau aus. Das kann man tatsächlich so. Genau. Heute endlich mal wieder. Sehr schön, sehr schön. Im Rahmen der ganzen SMX-Aktion seid jetzt die zweiten Leute, die, also sozusagen Nummer 2 und 3, weil ihr im Doppelpack da seid, die ich interview. Vorher hatte ich ja den Valentin von Focus hier. Und für euch Zuhörer, wenn ihr noch nicht zur SMX konntet, dann holt euch noch schnell ein Ticket und wie immer gibt es bei uns ja den Rabattcode Termfrequenz SMX, relativ einfach zu merken. Termfrequenz ist die Plattform, SMX, darum geht, Termfrequenz SMX. Und ihr habt nochmal 15% Rabatt und dementsprechend, wer noch kein Ticket hat, hat halt echt was falsch gemacht. Aber jetzt geht's um euch zwei. Ihr seid beide bei Obi. Genau. Genau. Und ja. Entschuldigung? Ja, genau. Also ich bin Benedikt. Ich bin jetzt seit Ende 2016 bei Obi. War vorher bei Chefkoch, habe mal bei einer Agentur angefangen als Texter. Bin dann schnell zum SEO-Bereich gekommen und bin jetzt hier bei Obi Teamlead für quasi alle SEO-Maßnahmen rund um die E-Commerce-Plattform, die bei uns für neue Länder zuständig ist, für neue Länder quasi einen Shop ausliefert. Genau, und ich bin im Mai 2019 gekommen, um den SEO-Service zu betreuen als Product Owner und war vorher bei Kaufhof und davor bei Pixum, beide Male auch Schwerpunkt SEO plus Product Owner-Tätigkeiten, wenn notwendig. Das ist spannend. Ihr macht das zentral von Köln für alle neuen Länder? Genau, also die Shop-Entwicklung machen wir zentral, also die ganze E-Commerce-Plattform. Aber wir in den Ländern haben wir noch eigene Marketing-Teams, die zum Teil auch Online-Marketing-Aufgaben übernehmen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie wir mit dem Land verbandelt sind. Also manche Länder werden auch direkt von Obi Deutschland betreut. Manche Länder wie zum Beispiel Polen oder Russland sind eigene Ländergesellschaften. Aber im Prinzip alles, was jetzt mit dem technischen, strukturellen SEO zu tun hat, das machen wir im Prinzip hier. Cool. Und wie habt ihr euch so die Aufgabenfelder bei euch aufgeteilt? Ja, also es ist so, dass wir aktuell sind wir 5 Leute im SEO-Team. Wir haben noch den Patrick, dessen Schwerpunkt ist im Prinzip so die Schnittstelle zu den Programmierern, also Vorgaben geben, wie sollen bestimmte Dinge umgesetzt werden, JavaScript, wie können wir Bilder automatisch optimieren, etc. Dann haben wir die Franziska. Die Franziska, die ist besonders im Bereich eigenes Keyword-Monitoring, Wettbewerbsreporting, wie sollen wir unseren Browse-Tree verändern, also unsere Kategorisierung verbessern, tätig. Und dann haben wir noch den Alex. Der Alex hat, wie vielleicht der andere Zuhörer schon mitbekommen hat, hat unser internes Tool Apollon entwickelt, was wir dazu verwenden, quasi im Unternehmen den Kollegen, die auch nicht im Online-Marketing sitzen, Zugang quasi zu Daten zu geben, die wir SEOs verwenden, nämlich insbesondere, welches Keyword wird eigentlich wie häufig gesucht, sei es, dass Sie jetzt direkt auf den Keywordplaner zugreifen können über eine API oder dass Sie Keyword-Recherchen sich anschauen können, die wir vorgenommen haben und in denen weiter halt in der Oberfläche nach Saisonalitäten zum Beispiel filtern können, sich erschauen können, wann es quasi Saisonalität ihre Kategorie, ihres Produkts, was sie betreuen. Und ja, das bauen wir mal weiter aus. Und mein Schwerpunkt so war in den letzten Jahr, neben die Dinge, die
ich machen musste, bevor zwei Leute noch ins Team gekommen sind. Also wir sind letztes Jahr um 3 Leute gewachsen. Habe ich mich letztes Jahr insbesondere um Local SEO gekümmert, da insbesondere um die Integration mit Yext und den Rollout quasi von Yext und den damit verbundenen Wegemöglichkeiten in unsere Märkte. Mittlerweile sind wir auch in allen Ländern mit Yext integriert in Google My Business, Facebook und anderen Portalen und kümmere mich da gerade darum, wie wir das so auf die Straße springen, dass das halt komplett bis hin zu Google Events und Google Posts von den Märkten her gesteuert werden kann. Darf ich da mal kurz nachfragen, wie zufrieden bist du mit Yext? Und was könnte besser sein? Also ich persönlich bin sehr zufrieden mit Yext. Wir haben einen guten Ansprechpartner. Wir haben da viel geschafft in den letzten Jahren. Wir haben es bei Yext auch geschafft, in die eine oder andere Beta von Google zu kommen, zum Beispiel für die Department Listings. Also wenn du zum Beispiel jetzt nach Obi Berlin Steglitz suchst, im Google Business Eintrag, auch die Verlinkung zu unserem Küchenstudio oder zu unserem Mietgeräteverleih dort. Und ich weiß, dass der eine oder andere Probleme hatte mit Yext oder mit dem Service-Level nicht zufrieden war. Aber ich glaube, da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Und die haben auch in den letzten 2 Jahren doch spürbar hier den Standort Deutschland auch ausgebaut. Also man merkt da schon Verbesserungen. Du bist aber direkt bei Yext und nicht über ihre Service-Agentur, die hier rumsitzt? Genau, wir sind direkt bei Yext, haben direkt mit dem Vertrag, direkt unsere Ansprechpartner dort. Und haben uns auch natürlich angeguckt. Also zum Beispiel zuletzt hat man uns noch überall nochmal angeguckt, die auch einen vergleichbaren Leistungsumfang haben. Aber wir haben jetzt schon sehr tief integriert. Das heißt, wir haben schon Marktmitarbeiter geschult, wie sie mit der Plattform und mit Teilen der Plattform umgehen können. Und da sind einfach die Opportunitätskosten, jetzt zu einem anderen Anbieter zu wechseln, doch sehr, sehr hoch, weil man natürlich wieder jedes Land nochmal neu onboarden muss und dort gegebenenfalls Vertriebsmitarbeiter oder Marktmitarbeiter schulen muss. Und wenn es da jetzt keinen konkreten Grund dafür gibt, dann würde man dann auch nicht nochmal wechseln. Also wir schauen uns die beiden ja auch regelmäßig mal an, also regelmäßig ist gut, immer dann, wenn mal ein Kunde mit der Frage kommt, was das richtige Tool ist, wenn wir den sowieso irgendwie in der Beratung haben. Die beiden nehmen sich im Grunde nicht, also von der Leistungsfähigkeit, glaube ich, braucht man, wenn man das eine hat, nicht zum anderen zu wechseln, das nimmt sich nicht so viel. Spannend ist aber halt, dass ihr da jetzt direkt Zugriff habt, weil in Deutschland kauft man ja meistens über deren Servicepartner ein. Ich wusste gar nicht, dass sie einen haben, aber interessant. Das ist tatsächlich bei uns. Sind auch nicht schlecht, also wir sind nette, also ich habe mit denen auch schon geraten, auch nette Menschen, aber ist natürlich trotzdem nochmal schöner, wenn man noch eine Stufe näher dran sitzt. Ja. Also wir sind jetzt seit Juni 2018 bei Yext und die Vertragsverhandlungen haben so Ende 2017, Anfang 2018 angefangen. Und damals zum Beispiel hatte überall deutlich schlechteren Funktionsumfang als Yext. Also die haben sehr gut aufgeholt in den letzten 2 Jahren. Aber da ist es halt einfach so, wenn man das halt dann schon integriert hat, dann, ne, so wie du sagst, die unterscheiden sich jetzt auch nicht wirklich in dem Leistungsumfang mehr. Warum soll ich dann wechseln? Ne, dann sind es halt eher die Kosten, die man vielleicht sparen kann. Und die muss man natürlich da gerne aufrechnen, was halt die Umstellung halt auch kostet. Ne? Ja. Wir sind im Prinzip, sind wir zufrieden. Es ist so wie bei allen, derjenige, der in dem Bereich für Probleme sorgt, ist eher Google. Ja. Wo die dann auch einem nicht weiterhelfen können. Die können das dann zwar eskalieren an die richtigen Google-Teams, aber 2 Beispiele. Wir haben mit einem Markt seit fast einem Jahr das Problem, dass immer wieder mal das Küchenstudio anstelle des Marktes angezeigt wird. Und dass sie zwischendurch auch mal das Küchenstudio und den Markteintrag zusammengeführt hat. Dadurch wurden dann alle Bewertungen übertragen vom Markt auf das Küchenstudio. Dann war das Tool, interne Tool bei Google kaputt, mit dem diese Bewertungen wieder zurückübertragen werden können. Jetzt sind 90% der Bewertungen übertragen worden, aber es sind immer welche da. Und kaum haben das irgendwie gelöst, geht es in glaube ich, gerade haben wir das Problem, dass das Gartencenter angezeigt wird anstatt des Marktes und das Gartencenter alle Bewertungen bekommen hat. Das sind halt so, glaube ich, so ein bisschen die Probleme, die da eher auf Google-Seite halt entstehen. Und ansonsten ist es ganz normal, wie ich sagen, so
Software as a Service, das heißt, es ist eigentlich ein eigenes Tool. Es kommt natürlich bei den Implikationen immer zu Problemen, die muss man dann lösen. Und der hätte auch einiges sicherlich auch besser laufen können, aber ich glaube, die haben was dazu gelernt, wir haben was dazu gelernt. Und so ist es, glaube ich, so ein Prozess, wo beide Seiten sich stetig verbessern können. Ja, muss ja ganz ehrlich sagen, ohne solche Dienstleister wie Yext oder überall, das sind auch die beiden einzigen, die ich da irgendwie als relevant halte im Moment. Siehst du die meisten Sachen aber auch gar nicht. Also das wird schwerlich auffallen, dass da irgendwie das Gartencenter anstatt der Markt wankt, weil du kannst ja nicht alle ständig per Hand prüfen. Aber da stimmt, da beschweren sich die Marktmitarbeiter. Also das okay, funktioniert tatsächlich ganz gut. Das dauert dann vielleicht mal einen Monat, aber wir kriegen da schon eine Rückmeldung. Also tatsächlich, also auch so ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber dann irgendwann meldet sich der Markt und klar, ne, das ist dann also die Möglichkeit. Aber tatsächlich, wir haben in Deutschland noch reputation.com, die auch ähnliche Dienstleistungen anbieten, die aber dann eher so der einen anderen Schwerpunkt auch haben, weil es da eher um das Managen, Verwalten der Kommentare angeht. Da haben aber sowohl überall auch was Yext aufgeholt in den letzten Jahren. Und wir haben noch tatsächlich bietet Omnia quasi ein reines Listing-Produkt auch noch an. Also Omnia, ich glaube, die sind bei Stör und ja, da gibt es schon eine breite Palette, aber wir fanden für uns war Yext jetzt immer der Technologiepartner, der fortgeschritten ist. Definitiv. Also ich meine, ohne Kommentarverwaltung macht das keinen Sinn. Also ganz im Ernst, da ist Omnia halt einfach überhaupt, also die spielen einfach nicht im relevanten Set, genau, wenn du halbwegs arbeiten möchtest. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so eine Frontend als eine Software ist. Also ich habe manchmal so das Gefühl, man hat ja doch mal den einen oder anderen, der das im Einsatz hat, dass da hinten dran irgendwie kleine Monkeys sitzen, die den Kram dann irgendwo hintippeln. Das wirkt mir immer so ein bisschen halb manuell, was da passiert. Aber klar, ich meine, wie gesagt, das sind die beiden, das macht schon Sinn. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Komm mal zurück, Helm. Ich wollte dich nicht da nach hinten schieben. Aber das ist so ein spannendes Thema, weil man gibt nicht so viel, mit dem man sich darüber regelmäßig unterhält. Und gerade das Thema große lokale Listings verwalten ist relativ unterrepräsentiert in den ganzen Konferenzen, Sessions etc. oder überhaupt Publikationen. Deswegen frage ich da immer, wenn einer auch Ahnung hat von. Also auf der OMKW werde ich einen Vortrag dazu halten. Nach der SMX, ich weiß es noch nicht, also da wird sich natürlich auch so ein bisschen die Basic nochmal im Local SEO natürlich noch aufnehmen, ne? Aber wir können ja auch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, weil ich glaube, man kann doch relativ lange dazu reden, was man dort alles machen kann und Erfahrungsaustausch. Ja. Finde ich gut. Wir hatten ja auf der SMX auch einen sehr guten Vortrag letztes Jahr von McDonald's dazu, also das hat mich auch sehr gefreut, weil, wie gesagt, das Thema auch wirklich selten so präsent ist und klar, Podcast machen wir dazu immer gerne, aber jetzt trotzdem, Entschuldigung, haben wir dich schon wieder. Das ist ja. Wir haben ja Zeit. Nein, ich wollte auch nur ergänzen, Benedikt hatte jetzt ja schon gesagt, dass wir in den Teams sowohl fachliche Spezialisierungen haben, aber darüber hinaus haben wir unter uns auch die Länder aufgeteilt. Ich mache Deutschland, Italien, Benedikt eben Russland auch und die anderen haben dann die Zentraleuropa-Länder sowie Polen, eben die anderen noch haben. Patrick betreut Österreich und die Schweiz. Das hilft uns eben auch dadurch, also damit, dass wir in den Ländern direkte Ansprechpartner haben, aber die Länder eben auch wissen, an wen sie sich hier wenden können und darüber hinaus können wir uns dann natürlich auch im Team mit unseren Fähigkeiten ergänzen und unterstützen. Zum Beispiel Patrick bei uns hat 10 Jahre als Entwickler gearbeitet. Dementsprechend wird sein technisches Know-how von mir zum Beispiel niemals erreicht werden und wahrscheinlich auch von kaum einem anderen unserer SEOs hier in-house. Aber das ist eben das, was uns hier in-house quasi auch so ein Stück weit als SEO-Agentur innerhalb von UBI auszeichnend. Klingt auf jeden Fall extrem cool. Und wie gesagt, ich komme auch an 10 Jahre Programmiererfahrung nicht ran. Da schließe ich mich einfach euch an. Genau. Das ist doch sehr gut. Oder kaum jemand, genau. Ja, und dann natürlich mal die Frage, so, was hat es gebracht? Was waren so große Erfolge, wo ihr sagt, cool, auch gerne einzeln, also für mich persönlich, für euch persönlich quasi, also nicht für mich, meine kenne ich ja, also eure.
Bei mir war es bei Obi auf jeden Fall, ich bin jetzt auch erst knapp ein Jahr hier, der SEO Microservice, den ich eben als Product Owner unterstützt habe, zu dem wir gleich ja noch näher kommen werden. Und eben auch gewisse Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel intern ein Schulungsprogramm oder habe ich aufgesetzt, wo wir uns innerhalb unserer 5 bis 6 SEOs fortbilden, wo dann jeder von uns seine Fähigkeiten nochmal darstellen kann. Und wir versuchen es einmal im Monat, es wird eher meistens 6 bis 8 Wochen, wo jeder von uns dann einen Stundenslot hat und die anderen schult. Das letzte zum Beispiel war Screaming Frog, wo Alex uns von wo haben wir gewisse Dinge abzuheften und abzulegen auf den diversesten Ordnern bis zu Tricks und ja auch weniger genutzten Sachen Screaming Frog beigebracht hat. Und das ist eigentlich eine Reihe, die uns allen hier Spaß macht und die wir auch weiter ausbauen wollen in 2020. Ja, letztes Jahr war für mich in gewissem Sinne ein sehr befriedigendes und erfolgreiches Jahr, weil doch mehrere Projekte, die teilweise 2 Jahre gedauert haben, ihren Anfang gefunden haben oder abgeschlossen werden konnten. Und da waren zum einen sicherlich, dass wir die systematische Logfile-Analyse jetzt auf einen entsprechenden Tech-Stack gehen können. Vorgestern tatsächlich auch alle Daten im LX-Stack drin haben. Also ne, wir haben halt verschiedene Systeme, die quasi für die Auslieferung einer Seite irgendwie zuständig sind oder Elemente liefern. Und wir hatten noch nicht von allen Systemen die Logfiles. Jetzt haben wir sie endlich. So das hat schon so, ich glaube, damit habe ich Anfang 2017 angefangen. Genauso wie das Thema PageSpeed Monitoring, da gibt es jetzt einen IT-Report, wo dann die monatliche Verfügbarkeit und Geschwindigkeitsentwicklung der Management reported wird. Wir haben letztes Jahr ein Projekt gehabt zur PageSpeed-Optimierung klar, tatsächlich auch der SEO Microservice, das ist so von mir Anfang 2018, hatten wir da so die ersten Ideen dazu oder wie soll man sagen, die ersten Schmerzen, die zu dieser Überlebung geführt haben. Ja, wir sollten das mal grundsätzlich irgendwie anders an gehen, damit konnte man dann Mitte, Ende 2018 starten und Helm ist dann in der heißen Umsetzungsphase, als quasi das IT-Gerüst da war, also sprich Serverstruktur, ist sie dann quasi eingestiegen, hat quasi die Entwicklung dann maßgeblich begleitet und für mich selber war natürlich jetzt auch das letzte Jahr spannend, weil ich das quasi SEO-Team aufbauen konnte und weil wir es auch jetzt über die Maßnahmen in den letzten Jahren tatsächlich auch geschafft haben, SEO als Querschnittsdisziplin hier im Haus zu verwurzeln und dass wirklich alle, jetzt irgendwie alles SEO ist, ne? Also jetzt haben wir eine gewisse Überoptimierung, wenn man so will, ne? Wenn man sagt, naja, das ist eigentlich jetzt nicht SEO, aber nennt es ruhig SEO oder sagt ruhig SEO-Optimierung, aber dass wir jetzt halt die Möglichkeit haben, den Leuten die entsprechenden Tools zu geben, dass wir dann auch sehr stark eingebunden werden, da ist schon ein ganzer so ein Mindchange hat da schon stattgefunden und wenn ich dann denke, ich habe so angefangen Anfang 2018 mit dem ersten Was ist die SEO? Wo man dann erklärt hat, wie funktioniert denn dieses Online-Marketing, wie kommt der Traffic auf der Seite, woher kommt der und was macht der? Das ist auch immer noch notwendig, ne? Insbesondere, also weil natürlich viele oder manche Kollegen, also sicherlich nicht bei Obi, auch woanders, dann denken, es gibt die eine Customer Journey und genau so bewegt sich der Kunde auf unserer Seite. Und dann gibt es immer sehr viel Aufklärungsbedarf und das ist auch unsere Aufgabe, genauso wie die von unseren Kollegen aus dem Analytics-Team, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und das ist uns im letzten Jahr sehr gut gelungen und das hat mich echt persönlich auch sehr stark gefreut. Klingt gut, ist mir gerade wieder spontan etwas eingefallen. Also erstens ist es eine sehr beeindruckende Liste und ich finde 2 Jahre ist eine relativ kurze Zeit, da kenne ich von der Telekom längere Zeithorizonte. Dementsprechend erstmal Respekt, was muss man in 2 Jahren auch wirklich hinkriegen und entsprechend durchpushen, sonst funktioniert das ja nicht. Aber wenn du jetzt sagst, Ergebnisseiten ergänzt zur Kategoriestruktur etc. Wie eng stimmt ihr euch da mit SEA? Bei A sind es für die ja auch spannende Landingpages, B kann man natürlich auch da
meistens ja vorher schon sehen, wie gut solche Seiten konvertieren, bevor sie im SEO anfangen überhaupt zu ranken. Wie gut seid ihr da in der Abstimmung? Weil es wird ja auch ein wichtiger Kanal sein. Ihr seid ja doch, man ist ja halt auch E-Commerce. Ja, also sehr ist auf jeden Fall ähnlich wichtig wie SEO. Natürlich dann eher Richtung Kaufabschluss, insbesondere Google Shopping natürlich. Wir haben da ganz viele Überschneidungspunkte. Zum einen haben wir natürlich, wie viele Online-Shops halt, Filterkategorien, die nicht indexiert werden können oder gefunden werden von Google, und Filterkategorien, die indexiert werden können und gefunden werden. Und das sind meist natürlich auch die spannenden Landingpages für so sehr generic Kampagnen, also wie zum Beispiel jetzt Weber Gasgrill, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Und dann hast du mal direkt eine Kombination aus einer Kategorie, Gasgrill und eine Marke. Und dann gibt es natürlich sehr viele von. Ne? Da haben wir auf jeden Fall Überschneidungen. Und bei den Suchergebnisseiten ist es aktuell so, dass die SEA-Kollegen das dann nutzen, wenn sie es benötigen. Aber tatsächlich, dass der Prozess momentan mehr oder weniger halbautomatisch funktioniert. Also wir schauen quasi, welche Suchbegriffe werden sehr stark genutzt. Überprüfen, ob es für diesen Suchbegriff schon eine Kategorie oder Filterkategorie gibt. Und falls dem nicht so der Fall ist und auch bestimmte qualitative Metriken auch stimmen, also Produkte gefunden werden zu dem Suchbegriff, die Nutzer auch klicken auf ein Suchergebnis, dann geben wir das zur Indexierung frei und dann können unsere SEA-Kollegen das dann auch wenden, und wenn sie wissen wollen, welche Seiten das sind, können sie im Prinzip einfach die Sitemap verwenden. Da sind ja alle drin, und ich könnte mir mal nachfragen, inwiefern sie die nutzen, weil das muss ich tatsächlich sagen, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, sie sitzen uns zwar gegenüber, aber auch da ist ein stetiger Ausbau noch an der Zusammenarbeit zwischen SEA und SEO. Wird dort gemacht. Bei uns ist aber ebenso auch der Fokus auf also auf ADS, also auf Produktseiten, die von SEA dann auch nochmal hauptsächlich beworben werden. Ah, verstehe. Aber ich meine, immerhin sitzt man schon mal zusammen, dann kommt der Rest ja meistens dann von alleine. Eben. So, dann natürlich die Frage zur Tool-Landschaft, aber da jetzt mal so Fokus, was sind so eure Favorites, wo ihr sagt, mit denen kann ich wirklich praktisch in meiner Arbeit auch vorwärts kommen, mal abgesehen natürlich von dem internen, das sollte euch natürlich, das habt ihr euch ja selber ausgedacht. Dazu komme ich dann aber, glaube ich, auch später eh nochmal genauer, oder? Ja, können wir machen. Genau. Und, also, Entschuldigung, mir ist tatsächlich der natürlich irgendwie der tägliche Blick in Systrix oder täglich dann in, es heißt, es gibt gerade wieder ein Core-Update, damit ich, da ja mittlerweile auch viele Leute diesen Sichtbarkeitszahl im Unternehmen erfahren, will ich dann natürlich auch mal gewarnt sein, wenn doch jetzt eine Rückfrage kommt aus dem Management. Aber tatsächlich ist mein Lieblingstool immer noch der Streaming Frog, weil es eigentlich das Universaltool ist, das ich alles halt machen kann. Tatsächlich, ich schaue euch mal die Liste. Natürlich mal ansonsten unser eigenes Tool, Apollon, nutze ich auch viel, weil es natürlich einfach den Weg zu Keywords, zu Keywordplaner erspart. Und wir auch vielleicht so ein Feature des Keyword-Planer in Apollon ist nämlich, dass man quasi auch 10.000 Keywords auf einmal abfragen kann und das Tool halt die Anfragen halt peu à peu über die API an Google schickt, sodass man eine gesamte Liste irgendwann wieder bekommt, die man dann verwenden kann. Und deswegen, also die beiden Tools sind schon die von mir am meisten genutzten Tools. Genau, also ich mag eigentlich sehr gerne die Kombination aus Searchmetrics und Systrix. Wir haben eben die schöne Situation, dass wir beide nutzen können. Ich finde, stellenweise ergänzen die sich auch sehr schön. Und wenn man jetzt fernab vom Sichtbarkeitsindex, der bei beiden ja sehr unterschiedlich auch sein kann, finde ich bei Searchmetrics die Content-Suite sehr, sehr, sehr schön. Und bei Systrix mache ich vor allem auch Wettbewerbsvergleiche und Keyword-Recherchen, und ansonsten bin ich persönlich noch jemand, der sich mit dem Webtrack-Tool bei uns anfreunden muss, weil ich hatte zwar schon diverseste Analytics-Tools und Programme und wie sie alle heißen, aber Webtrack ist jetzt zum ersten Mal der Fall. Boah, ist das immer noch so langsam wie früher? Nein, ja. Nein. Nein, 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 nein.
Das ist nicht nett. Nein. Ja, okay. Das ist viel, viel schneller geworden. Die Oberfläche ist sogar bedienbar geworden. Also ich habe Webpack, glaube ich, seit 2015 in Benutzung. Das hat mir schon mein Chefkoch gehabt. Die sind zwar sicherlich auf Google Analytics umgestiegen, aber das ist schon viel, viel schneller geworden. Jetzt gibt es ganz neue Features, glaube ich, seit einem halben Jahr, dass man eine Berechnung erst gestartet wird, wenn man alle Variablen eingestellt hat, was enorm zur Geschwindigkeitsverbesserung beiträgt. Oh ja, auf jeden Fall. Weniger warten muss. also grundsätzlich haben die schon sich gut weiterentwickelt in den letzten Jahren. Aber wir haben zum Beispiel immer noch das Problem, dass wir bestimmte Reports, die zum Beispiel dann automatisch generiert werden, auf zum Beispiel auf einen FTP-Server abgelegt werden, dass die nur aus der alten Oberfläche generiert werden können. Ne? Da gibt es halt immer noch so den Ballast von der alten Version und ich weiß es gar nicht, wenn es die neue Version müsste es auch schon mindestens seit 2016 geben. So langsam könnten sie mal alle Funktionen übernehmen, aber vielleicht ist das so wie mit der Search-Konsole. Dauert halt einfach ein bisschen, bis alle Funktionen da sind. Wobei Webtrack ein bisschen teurer ist als die Search-Konsole. Das stimmt, ja. Da darf man auch ein bisschen mehr Anspruchhaltung haben. Ja. Im Apollon habt ihr auch gesagt, macht ihr eure Themenpläne mit? Was kann man sich darunter, und Wettbewerbsanalyse, wie kann man sich das so vorstellen, wenn man fragen darf? Ja. Ja, also durch die Keyword-Recherchen, die wir jetzt aktuell noch nicht in Apollon durchführen, aber wovon Apollon wird zum Beispiel in Zukunft dann kommt noch als Add-on, so ein Tagging-Modul, ne, dass du sowas wie, dass du automatisch Marken erkennst, transaktionale Verben wie jetzt kaufen, online bestellen etc. Und das heißt, du hast einfach nur deine Keywords, die du dir generiert hast und kannst relativ schnell weitere Keywords generieren, dann verschiedene Suggest-Elemente wie auch selber eingebaut, wie Google Suggest, eBay, Amazon, Instagram ist jetzt sogar auch, glaube ich, dabei, ja. Und noch so zwei, drei andere Sachen, W-Fragen-Tool. Genau. Und wenn du eine ganz komplette Keyword-Recherche hast, dann kannst du dir quasi den Verlauf des Suchvolumens der Keyword-Recherche im Jahres, den letzten 12 Monate, kannst du jetzt quasi anschauen und kannst sehen, okay, wann war zum Beispiel jetzt der Peak, ne, wann war der Peak im letzten Jahr von diesem Thema. Und kannst so ein bisschen sich dem Thema so annähern, bist du, dass du halt für jedes Keyword wir quasi schauen, hat das Thema einen Peak? Wenn es einen Peak hat, wie lange ist der und wann beginnt er? Also dass du dann aufgrund dieser Datenbasis dann im Prinzip, das machen wir glaube ich ab dann noch in einem Google Drive-Dokument, sagen kannst, wann spielst du welches Thema. Verstehe, genau. Macht Sinn. Ja, ansonsten nutzen wir es auch noch sehr gerne für die Wettbewerbsanalysen, weil es aufgrund der Oberfläche relativ einfach ist, auch länderübergreifende Vergleiche anzustellen. Ich habe zum Beispiel letztens Leroy Merlin analysiert in Frankreich. Das ist mit einer der größten Shops im selben Segment wie Obi. In Frankreich selber sind wir ja nicht tätig. Aber umso spannender war es für uns herauszufinden, warum Leroy Merlin in Frankreich so stark ist. Und in Apollon sieht man auch die Verhältnisse zu Brandsuchanfragen und eben generischen Suchanfragen und aber auch, wie groß dann das Suchvolumen dieser jeweiligen Sucharten ist, sage ich mal. Und dort bin ich dann darauf gestoßen, dass bei Leroy Merlin eigentlich keinerlei Saisonalität ist. Obi hat ja hauptsächlich Saisonalität im Frühjahr, wenn die Leute alle schön in ihre Gärten gehen. Und für mich war dann eben einer der Hauptansatzpunkte herauszufinden, warum jetzt ein Baumarkt in Frankreich, was ja klimatisch ähnlich ist, so überhaupt keine Saisonalität hat. Und aufgrund der Oberfläche haben sich dann für mich so erste Anhaltspunkte ergeben, mit denen ich dann weiterbauen konnte. Und am Ende haben sich dann verschiedene Sachen dort gefunden. Die fingen bei unterschiedlichen Sortimenten an, aber eben auch mit dynamischer Ausspielung von Inhalten, zum Beispiel bei Leroy Merlin. Genau, also vielleicht, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das? Liegt ein bisschen daran, dass natürlich in die Sichtbarkeit bei
Distrikts fließt ja auch die Marke mit ein, die Markensichtbarkeit. Und da gibt es nicht nur Unterschiede zwischen den Marken, also zum Beispiel zwischen Obi und Laura Malin, sondern auch Unterschiede zwischen für Obi zwischen den Ländern, in denen wir tätig sind. Und der Sistrix-Sichtbarkeitsindex schlüsselt ja leider nicht auf, wie stark der Markenanteil an dem Sichtbarkeitswert ist. Also man hat, kommt da auch eigentlich auf keine Annäherung. Und wir haben dann neben dem Projekt, dass wir gesagt haben, wir wollen einen eigenen Shop-Index haben, also wir wollen einen Keyword-Set haben, das wir beobachten, um wirklich zu sehen, wie wir in unserem Bereich performen, also ohne Marke auch in dem Sinne. Und wir wollen auch händisch halt, also wir wollen auch bestimmt haben, das ist wirklich ein Keyword, für das wir ranken wollen. Da haben wir aktuell in Deutschland, glaube ich, knapp 9000 Keywords, die wir da betrachten. Und da ist zum Beispiel Marke nicht mit drin. Da kam so ein bisschen vom Management die Frage, ja, wie kommt da die Differenz zu Sistrix her? Also Differenz ist natürlich dann nicht, weil es ein ganz anderer Wert ist, aber sage ich mal, die unterschiedliche Gewichtung, wie sieht das der Vergleich zwischen den Ländern aus? Und da kam so die Idee, so ein bisschen im Prinzip zu sagen, okay, wie können wir eigentlich Brandsichtbarkeit tracken? Und die erste Überlegung war dann auch, die Brand-Kombination in Keyword Tool hat einzuhauen, dafür nutzen wir Advanced Web Ranking. Und dann hat man also gemerkt, da hast du zwar ein Ranking, du kannst auch sagen, wie viele Rankings du hast, aber irgendwie siehst du halt irgendwie nichts wirklich, ne? Weil Advanced Web Ranking nimmt halt das durchschnittliche monatliche Suchvolumen und da gibt es halt kaum Veränderungen. Und da war dann die Idee, lass uns doch einfach einen eigenen Brand-Index bauen, wo im Prinzip einfach nur das Suchvolumen des jeweiligen Brandbegriffs beziehungsweise der Kombination, also sowas wie dann Obi-Kettensäge, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ne? Weil ich meine, dafür würde im Regelfall rankt man ja für die eigene Brand, wenn man halt selber Händler ist. Da haben wir im Prinzip jetzt für alle Länder mittlerweile quasi manuell ein Keyword-Set definiert, was wir quasi im Keyword Planner, wo wir das quasi monatliche Suchvolumen haben. Und man kann sich jetzt genau anschauen, okay, wie ist denn das Brand-Suchvolumen einer Marke im Vergleich zu anderen Marken in einem Land? Sieht eine Saisonalität, also weil wir genau sehen, wie das monatliche Suchvolumen sich verändert. Was wir auch sehen, ist die, wie hoch der Anteil von Pure Brand ist, also so nur Obi zu nur Hornbach, nur zu Lormaner, und wie groß der Kombination ist, also wie groß der Anteil der Kombination ist. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Und dann hat zum Beispiel bei Lormaner haben wir zum Beispiel gesehen, dass in allen Ländern, wo die aktiv sind, die eine viel, viel größere Brandsichtbarkeit haben als Obi. Also nehmen wir mal das Beispiel Frankreich, da ist das Brand-Suchvolumen über 60 Millionen im Jahr und wir als Obi kommen in Deutschland gerade mal auf 20 Millionen. Und dann merkt man so erstmal so, okay, krass, warum? Dann geht es natürlich weiter, aber das erstmal sichtbar zu machen, noch im Unternehmen sichtbar zu machen, weil unsere Anforderung war einfach, die haben ja 300 Sichtbarkeitspunkte in Sistrix. Ich will auch 300 Sichtbarkeitspunkte haben in Sistrix. So ist, ne? Management-Ebene, KPI gesteuert, wird das also entschieden. Und dann muss man sagen, ja, Moment mal. Sag's einfach. Alles schon wieder zusammengebaut ist. Und dann noch schwieriger wird es, wenn du dann irgendwie Polen oder Russland dir anschaust, wo dann Obi und Roman, ne, direkte Konkurrenten sind. Und du musst erstmal ein Verständnis dafür schaffen, was für Produkte verkaufen wir da, was für Produkte verkauft Roman da. Warum haben die so eine höhere Sichtbarkeit? Warum haben die so eine höhere Brand-Sichtbarkeit? Und da ist dann auch ein Schritt in diese Richtung. Aber da wollen wir auch jetzt im nächsten Jahr auch noch weitergehen. Ne? Wir wollen irgendwann einen Sortimentsvergleich ermöglichen, dass man, ne, da müssen wir mal schauen, wie wir es am besten hinkriegen, dass man weiß, okay, das sind die Produkte, die haben wir beide. Das sind die Produkte, die hat nur Laurent Manin. Das sind die Produkte, die hat nur Obi. Und das hätte nicht auf einem im Sinne von Keywords, sondern wirklich von Produkten. Und das so ein bisschen das Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre, das dann auch dem Unternehmen bereitstellen zu können. Und das dann datengetrieben aus dem SEO-Team, ich glaube, da können wir einen echten Mehrwert schaffen, damit wir auch in den Ländern wachsen können, damit wir vielleicht auch neue Produkte finden, die auch eine Nachfrage haben
Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir jemanden wie den Alex im Team haben, der das auch programmieren kann. Absolut. Helen, du hast ja gesagt, du warst ja vormals auch in der MAFO. Ja. Und das sind jetzt ja alles eher MAFO-Themen. Also ich meine, ob du jetzt weißt, wie die Brand-Awareness in irgendeinem Land ist, verrankt man ja jetzt nicht besser. Also operativ bringt euch das gar nicht, sondern ihr benutzt ja jetzt hier einfach SEO-Datenquellen, um MAFO-Fragen zu beantworten. Genau. Ich finde es sehr cool. Also ich mag das sehr, aber ich wollte es gerade nochmal explizit, damit die Zuhörer das so verstehen, weil ich da einfach immer einen großen Wert sehe. Aber jetzt wieder zu dir. Ja, also wir eben auch. Es ist, alle sprechen von Big Data und was auch immer, aber unser Lieblings-Running Gag ist eben auch, egal was passiert, dass wir eben mal schauen, ob es jetzt ein Kausalzusammenhang oder doch eben gleichzeitig oder eben, beziehungsweise, dass wir da dann gucken, wie die Zusammenhänge tatsächlich entstehen. Und ob es überhaupt welche gibt, weil es wird ja gerne mal, oder es werden ja gerne Zusammenhänge erkannt, die nicht wirklich vorhanden sind. Und wir wollen eben, wir haben intern auch noch Umfragen, die getätigt werden auf der Staats- oder auf der OBI-Seite zum Beispiel. Und wir wollen diese Daten aggregieren und dann analysieren und eben da dann auch schauen, was tatsächlich signifikante Zusammenhänge sind und was nur durch Zufall vielleicht auch so erscheint. Und da helfen uns diese Marktforschungsthemen wirklich auch weiter, uns im Fachbereich zu verbessern. Absolut. Wir haben ja, ich nenne es auch ein bisschen so Competitive Intelligence, wenn es so ein bisschen operativer wird. Ja. Also wir machen ja sowieso für unsere Kunden, dass wir regelmäßig, so entweder im Wochen- oder Monatstakt, je nachdem, wie stark die Webseiten sich verändern, die Seiten komplett mit dem Screaming Frog ziehen und dann halt abgleichen. Und was sagen, die Seiten sind neu, die Titel haben sich geändert, hier haben sich Texte massiv, also machen halt wirklich so Delta-Reports. Schon nach Excel rein, so dass jedes Tabellenblatt unten so ein, das hat eins, wo sich alle Titel geändert haben, vorher, nachher, alles, wo sich Canonicals geändert haben, vorher, nachher, Statuscodes geändert haben, URLs, die du zum ersten Mal im Crawl gesehen hast, die du nicht mehr gesehen hast. Und wir haben einen Kunden, der fand das so spannend, der meinte, du, wir sind ja im Ratgeberbereich, also Ratgeber, du weißt, Medic-Update, bla 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 bla. Und hat er gesagt, okay, ich fände das gerne über ganze Konkurrenten, weil A, möchte ich wissen, wie viel schreiben die denn eigentlich neu pro Woche im Schnitt, weil das wissen die alle nicht und die sagen, okay, was machen denn die anderen? B, wie viel ändern die denn eigentlich auf ihrer Website? Also wie viel wird abgedatet und so? Und haben wir gesagt, okay, das ist ja relativ, das fällt da ja raus. Also das kann man relativ trivial aufsetzen und einfach als Daten zur Verfügung stellen. Und das ist halt immer schön, wenn man so etwas halt einfach auf einer sehr granularen Ebene kann und dann zwar wieder nach oben aggregieren, um halt irgendwelche Reports zu bauen, aber operativ auch wirklich sehen kann, huch, guck mal, da wurden 15 neue Produkte reingenommen oder eine komplett neue Kategorie aufgemacht, die hatten die vorher gar nicht. Genau, also gerade auch in diesem Leroy-Merlin-Vergleich ist das dann daraus auch so ein bisschen erschienen. Das ist, die haben nicht einfach nur mehr Inhalte, die sie pro Woche, pro Monat online stellen, sondern es sind auch die Ausspielungen, wann sie etwas machen, wo sie etwas machen. Stellenweise allein, ich habe mir über 4 Wochen lang, jeden Tag habe ich die Startseite mal aufgemacht. Ich habe da innerhalb der 4 Wochen mindestens 3 AB-Tests oder eben auch, ja, ich sag mal MVP-Verlinkungen gesehen. Die hatten eine Woche lang einen 3D-Planer, der nur rudimentärste Sachen konnte, aus der Navi verlinkt. Und da habe ich bei denen schon gesehen, dass die, also die waren mir vorher überhaupt kein Begriff, aber wie fortschrittlich die eigentlich sind. Und bei der ganzen Recherche kam dann, also es ist durch so Kleinigkeiten aufgefallen und weil wir dann auch gesehen haben, wie viele Seiten da täglich oder wöchentlich, monatlich hinzukommen. Und im Nachhinein habe ich die Recherche dann auch immer weiter ausgeweitet. Und spätestens als ich dann gesehen habe, dass das Innovation Center bzw. die Developer einen eigenen Medium-Kanal hatten, weiß man dann eben auch, wie es dort in der IT geht. Und in dem einen Artikel war dann auch verlinkt, dass alles, was sie nicht innerhalb von x Wochen umsetzen können, machen sie nicht selber, da kaufen sie sich dann mal eben schnell ein Start-up. Also das Kleingeld muss man erstmal haben, aber
ich fand schon beeindruckend, wie man sich wirklich von ne, Hölzchen auf Stöckchen und immer weiter und tiefer in dieses Unternehmen dann auch reinsuchen kann. Und die Daten dann wirklich so eine ja, Brotkrümel geben, wie man dann zu einem Ergebnis kommt, was einem auch wirklich weiterhilft. Absolut. So, Entschuldigung? Mhm. Ja. Ich dachte, ich hätte mir noch was gesagt, ich wollte keinen abnerven. Dann würde ich sagen, kommen wir ganz kurz noch zu den zwei etwas weicheren Fragen. Was sind so die Lieblingsfachbücher? Bei mir ist es, ich habe vor, ich glaube, 4 Jahren zum ersten Mal The Lean Startup gelesen von Eric Ries. Das fand ich ziemlich spannend. Das haben wir auf der Arbeit in einer Gruppe gelesen und uns dann auch darüber ausgetauscht. Und für mich war es ganz krass, dieses ein Produkt oder eine Lösung muss nicht immer perfekt sein, bevor man sie an die Leute gibt. Und dass eben stellenweise auch Geschwindigkeit also entscheidend ist. Und vielleicht noch aktuell, da weiß ich aber den Autoren gerade nicht, aber wurde mir zum Geburtstag geschenkt und habe ich auch schon fleißig angefangen zu lesen, ist It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Sicherlich etwas, was jeder mal unbedingt lesen sollte. Das klingt wirklich grandios. Ich habe es von einer Freundin geschenkt bekommen, die das jetzt auch schon zum zweiten Mal gelesen hat und ich weiß von mehreren, die dieses Buch jetzt das zweite oder dritte Mal lesen. Also ich glaube, das, was mir zuletzt geschenkt worden ist, war How to Appear Smart in a Meeting. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr nützlich. nein, aber jetzt, was mich so, ja, Fachbücher, ja, die sind üblich verdächtig, die man sich mal gekauft hat und einen Teil davon gelesen hat. Aber jetzt mich wirklich so ein bisschen meinem Kopf was verändert hat, war es mein The Phoenix Project. Da geht es so im Prinzip, ist das so eine Erzählung, wie man zu DevOps kommt, ja, also ganz anderer Bereich als SEO, also wie soll ich eigentlich meine IT strukturieren, meine Softwareentwicklung, damit ich möglichst oft ohne Fehler deployen kann und welche Aufgaben hat eigentlich so eine IT Abteilung sonst noch. Und so ähnlich ist es auch im SEO-Team. Ne? Wir haben unsere Features, die wir auf die Straße bringen wollen, wir haben Daily, also Sachen, die wir täglich machen müssen. Wir haben ein Prio-Ding und da fand ich einmal so spannend, sich mal in so einem ganz anderen Bereich mal vorzunehmen und zu überlegen, okay, wo ist eigentlich die Parallelität, zum Beispiel, also The Phoenix Project beruht ja auf ein anderes Buch, wo es im Prinzip darum geht, wie man optimal eine Fabrik betreibt, die Autos produziert. Ne? Und da gab es dann dieses berühmte Work in Progress. Ne? Wie hält man das Work in Progress besonders klein und geht effektiv damit um? Und genauso, das gibt es halt auch in so einem Inhouse-Team, wo man halt doch mit 4, 5 Leuten, dann noch Werkstudenten, dann haben wir noch eine Agentur, wo wir halt irgendwie einen kontinuierlichen Output irgendwie generieren wollen. Wir wollen ja möglichst wenig, sag ich mal, nicht abgeschlossene Projekte haben und dann möchten möglichst viel nach außen produzieren, sinnvolle Dinge natürlich. Und da fand ich das Projekt, fand ich das Buch sehr, sehr gut und es liest sich auch gut, muss man tatsächlich sagen. Und ein anderes Buch, das habe ich mir aber so im Prinzip zum Abschluss meiner Chefhochzeit gekauft, war von Nicholas Carson, Marissa Meyer and the Fight to Save Yahoo. Und da war es also ganz spannend, weil in dem Buch mal ganz ausführlich so beschrieben wird, wie eigentlich auch so ein Giganten Yahoo, die mehrmals davor standen, Google zu kaufen, ich glaube Facebook hätten sie auch mal fast gekauft, wie der Yahoo zu dem geworden ist, was sie jetzt heute noch geworden sind. Ja, das mal auch so ein Beispiel, wie sich Geschäftsmodelle auch verändern werden können, wie man auch gucken muss, wie schaffe ich es eigentlich, den richtigen Fokus zu haben, wie kann ich eigentlich immer, wie muss ich vielleicht immer regelmäßig meinen Fokus ändern und ganz andere Customer finden, wie verstehe ich das, was die Kunden von mir wollen, also zum Beispiel, jetzt braucht niemand mehr ein Portal mit einem Internetkatalog wie in den 90er Jahren, wo man die richtigen Seiten findet. Und da zum Beispiel auch Yahoo hat ja auch versucht, in diesem Bereich Suchmaschine mitzuwirken und haben sie halt nicht geschafft. Und
das fand ich dann sehr spannend und ich fand, die beiden Bücher geben einem so ein bisschen so einen anderen Blick so auf das eigene Business. Man kann da durchaus einige Sachen übertragen und ja, kann ich da nur sehr gut, sehr empfehlen. Sehr cool, sehr cool. Und die inspirierenden Menschen für euch beide? Das sind bei mir ganz verschiedene Leute, sowohl jetzt Menschen, die man eher kennt, wie jetzt, ich liebe SEO by the Sea, die Seite von Bill Slavsky. Einfach, ich finde das so abgefahren, was da stellenweise für Patente auseinandergenommen werden und wie das dann aufgebaut ist und auch wie er das erklärt. Meinen ehemaligen Teamleiter Sebastian Sjepanovic finde ich immer noch für mich mit einer der besten SEOs der Welt. Dann wo rennt der rum? Muss man jetzt ja auch sagen, wo findet man den Mensch, wenn du ihn schon so lust? Genau, wo findet man den Menschen? Also er wohnt mittlerweile wieder in Slowenien, betreut aber aktuell noch die Artbox One, ein Online-Shop für Fotogeschenke und ist in der CW-Gruppe angesiedelt. Ah, verstehe. Twitter-Handle? Genau. Oh, gute Frage. Also ich schaue nach, aber ich glaube, es ist irgendwas wie Sebastian. auf Facebook ist er auf jeden Fall auch zu finden und er ist auf Twitter, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ne, auf Facebook gucke ich mal her, aber ich glaube, so aktiv ist er da eben auch gar nicht. Ist der auch Sebastian Sjepanovic. Sehr gut, also folgt schon. Genau, halt genau. Ganz einfach zu schreiben, ich schicke da mal was rum, aber ich mag einfach seinen Ansatz, wie er an Dinge herangeht und dass er eben ein sehr datengetriebener Mensch ist und sich von einem reinen SEO mittlerweile zum Berater für alles und jeden aufgemacht hat. Ja, bei mir ist so, ich habe immer überlegt, wer inspiriert mich? Das ist jetzt schwierig. Also aus dem SEO-Bereich, das hätte ich so, dass ich hauptsächlich so drei Podcasts höre. SEO im Ohr mit vom geschätzten Christian Kunz von SEO Südwest. Den Search Camp von Markus Hübner und natürlich den Tempelfans-Podcast. Oh. Aber ich auch gerne mal abschweife und zum Beispiel von Zeit den Interview-Podcast höre. Ich bin immer noch beim Rezo-Interview, weil es irgendwie 8 Stunden dauert. Ich glaube, ich bin jetzt bei 6 Stunden. Da kamen schon 2 weitere raus oder 3. Da holst du die ja auf. Genau. Das habe ich geschafft. Ansonsten, der mich dann wirklich inspiriert, das sind dann eher so andere Personen. Also ich habe jetzt mal, ich habe mal geguckt, in so eine Vorlage Sicherheit von Weizsäcker reingeschrieben, das sind auch eher so, ich bin auch so, war eigentlich immer so ein bisschen politischer Mensch, das ist im letzten Jahr ein bisschen weniger geworden leider, und ich fand so wie Richard von Weizsäcker, das was er als ja, gesagt hat und getan hat in seinem Leben, gerade wie auch versucht hat, Nachkriegsdeutschland zu versöhnen, aber gleichzeitig natürlich auch darauf hinzuweisen, wer denn eigentlich, also dass man das Ende nicht losgelöst vom Anfang betrachten kann, ne? Also kann das Kriegsende nicht davon losgelöst betrachten, wer den Krieg angefangen hat. Und das sind, da gibt es so einige Persönlichkeiten, die mich dann in meinem Leben dann immer wieder doch sehr inspiriert und haben, wo ich dachte so, wow, okay, das ja. Definitiv, ich habe ihn als Präsident ja auch noch mitbekommen. Jung. Das stimmt. Und er hatte schon Aufmerksamkeit für seine Themen hingekriegt, war natürlich auch ein bisschen, ich bin mir immer so, man sagt ja immer so, in den letzten Jahren sind die alle so eher ein bisschen im Hintergrund, die Präsidenten, die wir haben. Aber wir haben auch eine wahnsinnig laute Medienzeit mittlerweile. Wenn ich das halt zu den Zeiten von Richard von Weizsäcker vergleiche, das war das Lauteste, was du haben konntest, eine Bild-Zeitung, ganz im Ernst. Ja, aber aber da konnte er natürlich auch, glaube ich, mehr trinken. Ich glaube, unsere jetzigen sagen auch viel, wir kriegen es bloß gar nicht so viel mit. Aber er hat schöne Sachen gesagt. Also er hat wirklich, wirklich gute Reden gemacht. Also da kann ich nur zustimmen. Genau, ich glaube, da hat viel Spaß, braucht man gar nicht mehr zu fragen, das rockt ja.
Auf jeden Fall. Genau, aber bevor wir zu eurem Thema kommen, noch eine letzte Frage, die habe ich hier gar nicht entstehen. Wir sehen euch ja natürlich auf der SMX. Wo kann man euch sonst so treffen? Konferenzen. Ich bin noch auf der SEO Campix in Berlin, kurz vor der SMX. Werde dort den Microservice eher aus der Unternehmensperspektive, sprich, wie kam es dazu und wie arbeiten wir hier oder versuchen agil bei Obi zu sein in einem Riesenkonzern. Bei der SMX werden wir dann eben eher fachlich den SEO-Service vorstellen. Und anschließend bin ich noch auf der Brighton SEO. Ach, schön. Genau, also ich bin dieses Jahr das nächste Mal vor allem auf der SMX, anschließend auf der OMKB in Bielefeld. Da werde ich dann eher was zum Local SEO sagen und bin jetzt morgen beim Drive to Store Summit von Offerista. Das ist eine, so ein Event in Köln. Da geht es darum, okay, wie können wir eigentlich über digitale Werbung Kunden in die Stores bekommen. Und dann gibt es auch so einen kleinen Panel zum Thema Google Web Business. Bin ich mal gespannt, was es bringt. Und demnächst sind wir noch, bin ich noch auf dem Event von Yext Mitte Februar, wo es dann so ein paar Workshops geht rund um Google My Business und wo man auch Fragen stellen kann an Google. Und mich interessiert natürlich die brennende Frage, wann und wie wird Google My Business kostenpflichtig? Vielleicht hätte ich das gerne mit ein bisschen Vorlauf einplanen können, was wir dafür ausgeben müssen. Gab es ja so die eine oder andere Umfrage, die Google da letztes Jahr gestartet hat, was wärst du bereit dafür zu bezahlen, dass ein Google Business Eintrag keine Werbung deines Konkurrenten enthält. Aber auch so andere Fragen rund um das Thema, die wir da haben, ne? Weil man muss ja schon sehen, dass Google Business enorme Reichweite schafft, die man natürlich irgendwie meistens durch die Marke auch geschaffen hat. Ne? Also Marke ist auf jeden Fall der größte Treiber, aber dennoch hat man da einfach eine Fläche, die man irgendwie nutzen kann, um Botschaften an den Kunden zu bringen. Und aktuell lässt sich Google da eigentlich kein Geld drüber ein oder kaum. Da ist natürlich schon spannend, wie die Reise hingeht. Und für den Rest vom Jahr muss ich noch mal ein bisschen planen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit Familie. Aber ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr wieder bei der SEO-Com bin und eventuell auch beim SEO, nicht beim SEO-Oktoberfest, sondern beim Six SEO-Wiesen mal schauen. Ah, da muss ich letztes Jahr Urlaubs-Dings planungsmäßig ja leider aussetzen. War ein bisschen schade, aber ich habe euch ja Patrick hingeschickt, der hat mich ja gut vertreten, habe ich mir sagen müssen. Ja, wir haben Franzi hingeschickt. Genau. Auch super. Sehr gut. Aber und so lokal, gibt es für euch da irgendwas in der Ecke? Also so irgendwie Stammtischtreffen, wo man so isst, wenn man es dann familiär überhaupt hinkraft schafft? Genau, also eigentlich sind Benedikt und ich da recht aktiv. Wir versuchen immer, wenn er ist, zum Sistrix-Stammtisch zu gehen. Der ist ja so plus minus einmal im Quartal. Wenn hier in Köln der Stammtisch stattfindet, sind wir meistens da. Wir waren jetzt auf dem OM West Barcamp letztes Jahr. Von den Agenturen hier in der Umgebung. Morfire veranstaltet regelmäßig etwas. Trusted Shops gehört auch zu den Unternehmen, die immer mal wieder Meet and Greets oder auch mit Vorträgen machen. Da sind wir, letztens waren wir hier um die Ecke bei Rewe. Da war von Dominik Schwarz das Inhouse-Meetup veranstaltet worden. Und eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn etwas im Rheinland stattfindet, ist mit Sicherheit einer von Obi da. Plus unser Kollege Patrick hat eine Bahncard 100, den soll man auch schon bei dem einen oder anderen Meeting im Süden Deutschlands gesehen haben. Ja, also wir schicken den nochmal nach Darmstadt. Genau. Das ist sehr schön. Also wir machen ja in Darmstadt regelmäßig unseren SEO-Stammtisch. Und ist eher so ein bisschen zu vergleichen wie, ich habe mich da so ein bisschen am Johannes Beuys orientiert, wie der das bei Sistrix aufzieht, nur haben wir jetzt nicht so große Räumlichkeiten, deswegen bieten wir dafür extra was an. Aber wir machen auch schön gemietete Räumlichkeit, Gastvorträge und in der Regel noch eine Seitklinik mit Thomas Mindlich und Bier, das ist immer sehr lustig, deswegen kommt die auch zum Abschluss, wenn dann so die Ernsthaftigkeit nicht mehr gehalten werden kann. Und wenn er da was erzählt, immer gerne. Wir suchen immer gerne nette Menschen, die schöne Sachen
erzählen wollen. Aber man kann aber auch einfach als Gast vorbeikommen und sich das erstmal anschauen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus, so weil das ist so, und das nennt sich Jagdhofkeller, also offensichtlich ein Keller, aber richtig schön mit, man geht so richtig schön runter, du hast eine schwere Leuchte an der Decke, so ein bisschen so Red Wedding, nur ohne, dass jemand stirbt. Weißt du? Und ich habe mir sagen lassen, dass Thomas Mintlich da auch schon als Musiker aufgetreten ist. Ja. Zu Zeiten, als er noch jünger war und andere Hüte getragen hat. Dementsprechend immer gerne. Seid natürlich auch gerne willkommen. Und ist ja nicht so arg weit weg mit der Bahncard schon mal gleich gar nicht. Man fährt ja nur 50 Minuten nach Frankfurt. Dann ist der Weg nach Frankfurt, nach Darmstadt vom Flughafen Frankfurt wahrscheinlich anstrengender als die Bahnfahrt nach Frankfurt. Genau. Ich würde es mal empfehlen, dann kann er das mal. Da gerne. Auf der Termine steht bei uns auf der Website. Ist ungefähr auch so, wir wollten es auch ungefähr einmal im Quartal machen. Ich glaube, dieses Jahr kommen wir auf 6 Termine oder 5. Aber in der Regel sind es 4. Aber diesmal kommen wir ein paar mehr, weil irgendwie doch ein paar Leute noch kommen wollten. Und da wollten wir die unterkriegen. Aber dementsprechend ist immer eine sehr schöne Veranstaltung. Haben so roundabout 80 bis 100 Gäste da. Macht schon Sinn. Ja, glaubt man gar nicht, gell? Aber die kommen da auch von relativ weit. Wir haben Kollegen aus Karlsruhe da, die vorbeikommen öfters. Also der Einzugsgebiet ist dann doch größer, weil da unten ist nicht so viel an Veranstaltungen. Genau. Und das Einzugsgebiet an sich ist ja dann auch nochmal relativ groß bei Darmstadt. Das stimmt. Naja, wir schicken uns direkt mal vorbei. Sehr gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Euer Thema ist Microservice für SEO-Anforderungen. Und da ist schon mal so die allererste Frage: What the fuck ist denn ein Microservice? Genau, mit Microservice also meint natürlich die Auslagerung und die Vertikalisierung von unserem aktuell noch sehr monolithischen Shopsystem. Wie jeder Großkonzern, der etwas auf sich hält, haben wir aktuell Hybris als Shopsystem. Und auch hier ist historisch bedingt alles etwas natürlich organisch gewachsen und hat stellenweise sehr abstruse Züge vielleicht auch angenommen. Ich vergleiche es immer mit einem Biberdamm, passend zum Obi-Maskottchen. Wenn man irgendwo etwas herausnimmt, weiß man nicht, wo irgendwann Wasser eindringt oder durchdringt und vor allem, ob es einfällt oder nicht. Und es wird schon länger überlegt oder es wird jetzt auch angegangen, das Shop-System zu vertikalisieren, sprich, dass man einzelne Teilbereiche aus Hybris heraustrennt und dann unabhängig bedienen kann. Microservices haben ja den Vorteil, dass sie kleiner geschnitten sind und auch weitestgehend ausfallsicher sind und sich eben auch jederzeit auch erweitert werden können. Und das war für uns eben ein Punkt, über Microservices nachzudenken. Und es gibt ja immer wieder, ich glaube auch aktuell bei, ich glaube, Jana hatte es mal bei Systrix erklärt und ich hatte von David Linden auch mal einen Vortrag gehört. Es ist ja immer wieder die Frage, was ist SEO, beziehungsweise wo ist SEO anzugliedern? Ist SEO ein Produkt? Ist SEO eine Dienstleistung? Ist SEO Stakeholder oder wie auch immer? Und da war eben ja noch vor meiner Zeit bei Obi, da kann Benedikt gleich noch was zu sagen, eben die Überlegung, SEO tatsächlich als Produkt anzusehen und alle Anforderungen, die wir haben, in einem separaten Microservice zusammenzufassen, welches dann auch ein eigenes Team hat und diese Anforderungen eben losgelöst von den anderen vertikalen Systemen umsetzen zu können. Klingt erstmal sehr kompliziert, aber wenn man sich jetzt vorstellt, eine Vertikale sind zum Beispiel die Kategorieseiten und eine andere Vertikale wird von einem anderen Team bearbeitet, das sind dann zum Beispiel die Artikel-Detailseiten, dann betreffen SEO-Anforderungen wie Title, Meta-Description, Canonical, Hreflang und so weiter und so fort, betreffen dann mal ganz schnell mehrere dieser Verticals. Und das kann in Konzernen, da spreche ich auch aus Kaufhof-Erfahrung ein Lied, wo diese Vertikalisierung schon stattgefunden hatte, kann dazu führen, dass es wieder Herausforderungen gibt, wenn ein Team zum Beispiel Hreflang schon umgesetzt hat, ein anderes aber nicht.
Und wie man dann diese Signale bei Google erklären möchte, wenn hreflang-Angaben auf Kategorieseiten und der Startseite sind, aber noch nicht auf Artikeldetailseiten, wo es ja vielleicht auch nicht darauf ankämen könnte, dann ist das schon eine große Herausforderung, die wir eben jetzt mit diesem Microservice versuchen zu umgehen. Ich verstehe. Und... Macht ja Sinn. Also ich meine, ich kann Microservice, gibt es verschiedene Arten, wie man den Begriff interpretieren kann. Deswegen ist immer so eine Begriffsklärung, also alter Hochschulmensch, finde ich das immer ein schönes Wort, Begriffsklärung, sinnvoll. Und wie geht ihr das jetzt an, indem ihr sagt, ihr seid selber vertikal? Also vielleicht noch ein bisschen zu der Geschichte. Also wenn man so als... Also ich habe bei der Geschichte, ich leide schon mit euch, also wer jeweils versucht hat mit Hypewiss, so nennt sie sich ja selber, zu arbeiten, der weiß echt, da muss man schon, also das ist prokrastinieren, also das ist schon leidensfähig. Genau, also wir hatten quasi einmal das Problem, dass du in Hypewiss, sei es das Rolle-Rechten-System, sei es die Beschriftung von Feldern, dass du hast einfach extreme Einschränkungen, mehr zu machen, als das System eigentlich leisten können will. Also eine Hypers-Management-Konsole. Aber wir stehen natürlich auch von der Voraussetzung oder von der Herausforderung, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme haben. Also anders als zum Beispiel jetzt ein einfaches Shop-System wie jetzt Magento, wo sowohl die Kategorien auch im System enthalten sind, als auch zum Beispiel die Artikel-Detailseiten, ist bei uns im Shop-System nämlich gar nichts enthalten. Und weil die Inhalte kommen alle auch aus anderen Systemen. Und das heißt, in dem Moment, wo quasi Seite abgerufen wird, wird die halt von dem entsprechenden Server den entsprechenden Code angefragt bei den angeschlossenen Diensten und die Seite hat ausgeliefert. Und das heißt, zum Beispiel, wir hatten vor dem SEO Microservice gar nicht die Möglichkeit, individuell einen Artikel, die Teilseite, den Titel oder die Description zu ändern, wenn man das denn machen wollte. Sondern wir konnten immer nur Regelwerke halt festlegen, die dann quasi bei der Erstellung der Seite halt beachtet worden sind. Und das Ganze zieht sich aber weiter auf Suchergebnisseiten zum Beispiel, wo genau dasselbe Thema ist, dass diese Seite als einzelne Seite gar nicht bearbeitbar war. Und auch andere Seiten, die wir bearbeiten können, konnten, wie zum Beispiel Filterseiten oder Kategorieseiten, da konnten wir dann auch im Prinzip immer nur den Titel, die Überschrift, Kategorietext bearbeiten, aber dafür war Hypewiss eigentlich auch schon nicht ausgelegt. Zum Beispiel hatten wir dann für den SEO-Text keinen What you see is what you get Editor, sondern halt einfach nur ein Feld, in dem man Code halt reinpasten konnte. Und dann dazu hat es geführt, okay, dass wir überhaupt an diesen Service-Gedanken gekommen ist, weil man gemerkt hat, okay, wir haben auf der einen Seite haben wir da unseren, ich nenne es mal jetzt Frontend-Server, der die Seite ausliefert. Auf der anderen Seite haben wir ganz viele verschiedene Backend-Systeme, sei es jetzt FactFinder für die Suche, sei es jetzt den Service, der die Artikeldaten bereitstellt, sei es der Service, der den Browse bereitstellt, etc. Und wir brauchen irgendwie, was dazwischen steht und quasi, was diese SEO-Informationen quasi alle enthält, sodass nur noch dieser Dienst angefragt werden muss und dieser Dienst aber alle Informationen speichern kann, also vorhalten kann. Und die halt nicht mehr on the fly quasi dann bearbeitet werden, sondern quasi in dem System halt vorliegen. Und jetzt kannst du mal deine Frage wiederholen. So, also ihr habt sozusagen Service in ein eigenes System überführt. Um es mal ganz pragmatisch zu sagen, bleiben wir mal bei dem ganz einfachen Thema Title und Description. Ja. Sie hat jetzt ein System, da pflegt ihr einfach Titles und Descriptions, entweder musterbasiert oder wahrscheinlich kaskadierend, wenn es eine konkrete Regel gibt, überschreibt die Standard-Musterregel. Genau. So. Und quasi halten wir nur die Regel vor oder die tatsächliche Veränderung. Genau. Und wenn jetzt eine Seite angefragt wird, dann gibt der fragt quasi bei dem SEO-Service an, gib mir mal den Titel und die Description für die Seite und der liefert die quasi dann aus. Genau. Aber ihr habt mit den anderen Verticals, die da rum sind, also mit den Produktdetailseiten-Menschen, mit den Category-Menschen, mit was weiß ich was für Menschen, die ja die Seiten bauen, gesagt, ihr fragt grundsätzlich unseren Service an. Ihr habt also so Datenübergabe, API, Abfragen etc. mit denen einmal geklärt? Ja, der Microservice fragt immer die anderen Systeme ab und zieht sich daraus die Informationen und wir können dann
die SEO-Anforderungen, also eben die spezifischen SEO-Properties nennen wir es, die können wir dann bearbeiten. Die werden dann nicht mehr in der Hybris gepflegt, sondern eben nur noch in dem SEO-Service. Aktuell haben wir noch nicht alles ausgebaut. Das heißt, aktuell haben wir auch das schöne Thema, dass theoretisch es an beiden Orten gepflegt werden könnte. Daher gibt es hier noch Benimmregeln, wer was wann wie machen darf. Aber es geht eben, der große Vorteil ist, dass wir eben jetzt auch der Vorteil der Microservices, dass wir unabhängig deployen können. Wir sind nicht mehr gebunden an die Shop-Deployments, die ja eben auch bei einem Monolithen durchaus komplex sind und hier auch nur alle 2 Wochen durchgeführt werden in der Regel. Und dementsprechend hilft es uns bei dem Microservice, dass wir nicht mehr warten müssen, mehrere Tage bis Wochen, wann wir eine Änderung machen können, sondern wir können diese Änderung sofort machen. Und der weitere Vorteil ist, dass wir diese Änderungen auch sofort sehen können, was vorher auch nicht der Fall war. Da hat es bis zu einer Stunde gedauert, bis wir die Änderungen im Frontend sehen konnten. Was gerade bei HTML-Änderungen allein schon das stupide Einpflegen von Texten kann hier zu einer Stolperfalle werden, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass jeder Werkstudent oder auch jeder Redakteur meinetwegen diese ganzen HTML-Kürzel kennt und eben dann auch die Texte so einpflegen kann, wie sie eingepflegt werden müssen. Weitere Punkte sind, dass Trennung durch Pipe ist gerne auch mal eine Trennung durch Slash geworden oder mal mit Leerzeichen, mal ohne, und das führt dann auch dazu, dass die Startseite abgeschossen werden kann. Das sind eben alles Dinge, die mit diesem Monolithen noch gekommen sind, und durch die Austrennung dieser ja meist genutzten SEO-Properties haben wir hier jetzt die Fehleranfälligkeit schon mal signifikant verringern können. Und spannend vielleicht da auch noch ist, dass kurz bevor ich gekommen bin, wurde dann auch, sage ich mal, der Mut aufgebracht, eigentlich die komplette Planung über den Haufen zu schmeißen, zu pivotieren und zu sagen, wir brauchen gerade doch andere Dinge wichtiger. Was also gerade auch du von deiner Telekom-Zeit und wir aus dem Großkonzern, das sind Dinge, die selten passieren, dass man sagt, wir haben jetzt zwar ein Dreivierteljahr geplant und wollten eigentlich mit Title und Description beginnen, weil es so gesehen die einfachsten Dinge sind, da es aber dann kurzfristig einige, gerade in Österreich hatten wir einige Schwankungen, was die Rankings anging. Wir sind von Tag zu Tag, von Woche zu sind komplette URLs und Keyword-Rankings weggebrochen, die dann nach kurzer Zeit wieder da waren. Das war dann etwas, was uns zu der Vermutung geführt hat, dass es mit hreflang zu tun hat. Und somit wurde die komplette Vorplanung über den Haufen geworfen und es wurden erst die Properties hreflang, Canonical und Index, also Index und No-Index umgesetzt im Microservice. Ist ja gut, wenn man da flexibel sein kann. Genau, das ist eben ein weiterer Vorteil. Dadurch, dass wir mit einem eigenen Entwicklerteam arbeiten, in der Regel arbeiten, also es waren vorerst 3 Entwickler vorgesehen, zwischenzeitlich waren es 6 Entwickler. Aktuell schwanken wir immer so zwischen 3 und 6, je nachdem, was gerade auch noch in anderen Teams anfällt und was andere Anforderungen noch so hergeben. Aber das führt eben dazu, dass wir eine stetige Weiterentwicklung haben, nicht ein Entwickler auf einer Insel für sich selbst Sachen programmiert, sondern dass sowohl Pair-Programming stattfinden kann, als eben auch eine unabhängige Review und Abnahme von einem zweiten Entwickler. Und damit haben wir mittlerweile auch eine ganz gute Geschwindigkeit in den Umsetzungen. Und eben durch diese, ich sag jetzt eben, agile Umsetzung in einem Scrum-Team, nach Scrum haben wir eben auch alle 2 Wochen einen neuen Stand des SEO-Service. Und sind jetzt mittlerweile auch so weit, dass wir planen, ihn ja auch
jeden Fall bis zur SMX komplett international ausrollen zu können, dass dann auch die Kollegen oder die Länder, die zumindest Online-Marketing-Kollegen haben, das dann auch manuell ausführen können. Aktuell in Hybris ist das oder Hybris ist das nur bedingt möglich, weil auch da die Rollenrechteverteilung aufgrund diversester Anforderungen mittlerweile sehr konfus sind. Und ich glaube, Benedikt hat mittlerweile 7 Zugänge, wo er unterschiedliche Teile der Hybris sehen kann. Ich habe 3. Hallo, QA, FUA. Und Moment. Ja. Genau. Also das macht etwas komplex und unsere Anforderung oder Hauptanforderung an die Benutzeroberfläche des SEO Microservice ist eben auch durchaus Mut zur Hässlichkeit. Es geht darum, dass jeder sofort dieses System sieht und damit arbeiten kann. Bestimmte Felder, die wir jetzt nicht jeden bearbeiten lassen wollen, dafür haben wir dann nochmal ein sehr einfaches Rollen- und Rechte-Konzept erstellt, dass wir, wie man es auch aus WordPress zum Beispiel kennt, von Redakteursrechten über Adminrechte bis zu Power-User-Rechten, der dann quasi alles machen kann. Macht Sinn. Aber im Moment seid ihr hauptsächlich darauf sozusagen drin, so diese Standard, sagen wir mal, pure SEO-Themen da drin abzubilden, also Title Description, Indexierungsregel, Canonical-Regel, Status-Codes etc. pp., die jetzt also wenig Einfluss auf das Äußere haben. Was passiert denn, wenn ihr dann sagt, okay, wir ziehen die SEO-Texte etc. pp. Damit rein? Weil spätestens dann muss man sich ja auch fragen, wie wirkt sich denn das auf dem Front? Da müsst ihr in euer Microservice irgendwie zurückhaben, dass man sagt, okay, da sind halt maximal XYZ-Zeichen, mehr gibt das Template nicht her, whatever. Da gibt es ja lustige Sachen, die sich so Designer ausdenken können. Also wir haben einen Mehranzeigen-Button. Ja, aktuell. Genau, wir sind dabei, die SEO-Texte tatsächlich auch zu importieren, auch die H1. Die SEO-Texte sind dabei sogar die weniger anspruchsvollen Änderungen, weil wir dort keine Begrenzung haben. Wir haben da wiederum eher in der Nutzeroberfläche des SEO-Service, dass wir auch noch einen Infobereich gebaut haben und sagen, ab einer bestimmten Länge können die Texte nicht mehr gespeichert werden. Das haben wir sowohl bei Title als auch Description und auch im SEO-Text. Im SEO-Text reicht das aber zu einer netten vierstelligen Wortanzahl, sodass ich nicht glaube, dass die unbedingt erreicht wird. Title Description sind die üblichen Längen, plus, minus ein bisschen. Und die stärkste Herausforderung haben wir aber tatsächlich mit der H1, die aktuell umgesetzt wird, die eben auch über den SEO-Service bearbeitet werden soll, denn die H1 ist tatsächlich aktuell das einzige SEO-Feature, was im sichtbaren Bereich ist. Und dadurch, dass der Microservice auch unterschiedliche Antworten gibt, wenn er nicht erreichbar ist und ja eben auch losgelöst vom Rest ist, kann es ja theoretisch auch passieren, dass der SEO-Service ausfällt, aber der Rest vom Shop nicht. Oh. Und dann hätten wir eben durch die Umsetzung der H1 im Microservice hätten wir dann auf der jeweiligen Seite keine Überschrift mehr. Und das ist jetzt was, wo wir aktuell noch an der Lösung drin sind. Generell haben wir aber auch die Sitemap-Generierung schon im SEO-Service und eben auch die Status-Codes, die wir zurückgeben, wenn der SEO-Service mal nicht ausfällt. Zum Beispiel kriegen die Nutzer eine 200er-Seite angezeigt, weil auch bei dem Nutzer tut sich ja eben aktuell nichts, wenn der SEO-Service nicht da ist. Ich glaube, nur den wenigsten Kunden fällt auf, dass zum Beispiel im Tab nicht der Text des Titles steht, sondern eben die URL. Und wenn der Bot kommt und der SEO-Service eben ausfällt, geben wir ihm, bitte komm doch später wieder. Und auch die Meldung kommt, also wir schicken dem Bot erst nach, lass mich nicht lügen, nach einer Sekunde den Hinweis. Und beim Kunden kommt, wenn der SEO-Service 500 Millisekunden nicht antwortet, kommt die 200er Status-Code oder der 200er Status-Code eben ohne SEO-Service.
Ich hoffe, jetzt habe ich mich nicht verhaspelt, aber noch. Ich konnte dir folgen. Ich denke, ich versuche es noch mal im Kopf zu sortieren, aber von der den Entscheidungsbaum habe ich mir jetzt gerade geistig herleiten können. Genau. Das funktioniert schon. Genau, aber auch da dann wieder, ich meine, auch das ist ein spannendes Thema, weil wir reden jetzt gerade von SEO-Text. Reden wir da von Produktdetailseiten oder von Produktlistings-Seiten? Ist egal, ob Suche, Kategorie, also Produktlistings. Genau, Produktlistings erstmal. Die Artikeldetailseiten haben wir aktuell noch rausgenommen, bewusst. Weil das auch historisch bedingt bei Obi nochmal ein Thema des Einkaufs ist und wir hier eben nochmal eine separate Abteilung haben, die sich um die Produkt- oder Artikel-Details kümmern. Und dementsprechend sind es alle anderen Seitentypen. Wir haben die normalen Kategorieseiten, wir haben Filterkategorieseiten und eben die Suchergebnisse. Seiten, die wir dann ja noch über das sogenannte Related Search System, auch eine OBI-Eigenentwicklung, können wir hier bestimmen, welche Suchergebnisseiten indexiert werden sollen und welche nicht. So, jetzt aber, wenn ihr jetzt mal, also man geht jetzt mal so ein bisschen, wir gucken ja, ob was es da draußen so alles gibt, also diese Standard-SEO-Texte, die so unten drunter sind, auch mit Weiterlesen-Button, egal wie auch immer, glaube ja, dass die von der Relevanz eher nachlassen werden in Zukunft. Ja. Also sie haben auch schon etwas nachgelassen, aber sie gehen doch. Also es ist nicht das, also nicht das Thema. Was haltet ihr von so Konzepten und wie würde man so etwas in so einen Microservice reinbekommen, weil es ja schon ein bisschen komplexer ist, was zum Beispiel Real fährt, die ja richtig lange Ratgeber teilweise haben. Also wenn du da dir mal die Grill-Seite anschaust, also zu Grills, also jetzt nicht Grillen wie Tiere, sondern Grills halt zum Fleisch draufwerfen, da sind da halt richtig lange Ratgeber drunter mit Sprungmarken, Bilder, Tabellen, Vergleichmöglichkeiten etc. pp. Also gucken wir uns ja schon ein bisschen länger an. Also Konrad hatte auch entsprechende Ratgeber. Die haben das hatten es früher zum Beispiel mit USB-Stick oder so, wo sie dann auch im oberen Bereich den Ratgeber anzeigen und dann wird quasi mit JavaScript quasi die Kategorie so sichtbar darüber geschoben, also die Produktlistings. Ja, das ist immer so ein Wechsel. Also ich habe immer gesagt, solange wir einen Artikel schreiben können mit dem Content-Erstellungsbudget, schreiben wir einen Artikel und keinen SEO-Text. Ja, absolut. So, und dann ist es halt so, dass man bei manchen Themen hat man es dann doch machen müssen. Ich sehe gerade, wir haben gleich noch einen Folgetermin, also bis wir zum Ende kommen. Man muss es einfach ausprobieren, wie es zu den eigenen Shop halt ist. Also wovon ich nichts halte, ist halt wahllos die Texte zu entfernen, weil man tatsächlich schauen muss, dass sie vielleicht doch irgendwie einen Impact auf das Ranking auch tatsächlich haben. Man sollte auch jetzt überlegen, wie denn dieser Text, den man erstellt, wirklich auch kaufbegleitend beratend sein kann. Und da ist jetzt die Frage schon, wie ein allgemeiner Grillratgeber, ob der noch beratend ist oder ob der eher mehr informationell ist. Und und wie kriegt man auch den Kunden dann, der diese informationelle Suchanfrage hat, wie kommt der denn auch denn da unten hin? Ne, das ist ja ein bisschen die Frage. Also Konrad löst das ein bisschen dadurch, dass sie quasi die Produktliste wieder nach oben schieben, sodass wenn er dann doch jetzt gerade nach dem Produkt das Produkt kaufen will, er halt nicht den Ratgeber lesen muss. Und wir versuchen das an anderer Stelle zu machen, indem wir so Beraterkampagnen haben, wo wir dann so einfache Fragen den Kunden stellen, ne, möchtest du einen Gasgrill oder einen Holzkohlegrill etc., und dann immer spezifischer werden. Das machen unsere Kollegen von der Reco, also wo es um Recommendation geht. Und in den Texten, in den neueren Texten, die wir schreiben, versuchen wir dann auch, kaufberatende Themen zu verfassen. Allerdings muss ich auch gar nicht ehrlich zugeben, wir nehmen uns immer vor, die alten Texte mal anzuschauen. Das hat immer die niedrigste Priorität. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die schlimmsten Texte, die werden irgendwie von anderen gefunden. Also da haben wir zum Beispiel, waren wir schon im OMR-Podcast mit unseren Bandtattoo-Texten,
wo man dann erfährt im Podcast, dass man 1500 Wandtattoos im Shop hat. Ja, es hat, und der Text ist sehr schlimm, ne, nach dem Motto, es gibt viele Wandtattoos. Ne, und dann wird dann so erzählt, wie toll es Wandtattoos ist, dass Wandtattoos eine Möglichkeit sind, die Räume zu gestalten, etc. Aber tatsächlich hat es jetzt keinen direkten Impact für uns. Und wir bei neuen Kategorien schreiben wir halt neue Texte, so unter den bisherigen Möglichkeiten. Und wir wollen aber in Zukunft, das könnte dann auch eine Weiterung SEO-Service sein, zum Beispiel in SEO-Text auch tatsächlich Bilder verwenden. Können wir aktuell noch nicht. Wir können nur Text verwenden, den formatieren. Wir haben zwei Arten von Überschriften, Absatz und Aufzählungszeichen. Und da könnte man natürlich jetzt schauen, okay, wie kann man das verbessern? Wie kann man dann vielleicht hier eine andere Möglichkeit schaffen, in so eine Berater reinzukommen und das für uns zu testen? Also, das kann ja funktionieren. Aber bislang ist es so, dass wir das Content-Budget tatsächlich verwendet haben, eher um für unser Magazin Artikel zu schreiben. Und wenn man jetzt mehr Geld zur Verfügung stellt oder wir keinen Artikel mehr fürs Magazin schreiben dürfen, wenn das vielleicht eine andere Abteilung macht, dann ist das natürlich wieder ein Thema, das wir uns anschauen. Ne? Aber so haben wir in der Vergangenheit das immer gehandhabt, wo haben wir gerade den größten Impact in unserem Content-Budget und dort haben wir dann auch investiert. Und wenn sich das ändert, werden wir es anpassen. Wir wollen es auf jeden Fall auch testen, aber es hat nicht höchste Prio. Genau. Ich finde ja auch, dass man so bei so generischen Seiten, also bei generischen Produktlisting-Seiten wie Grills, was weiß ich was, Wandtattoo, also auch da als Beispiel. Das Problem ist halt, ich habe das Produktlisting und das Produktlisting ist komplett wahllos. Also es macht einfach, zu der Anfrage passt per se kein Produktlisting, sondern eher eine Produktstrukturierung anhand der Entscheidungskriterien, die ich habe, dass ich sage, du, das ist mein Topseller. Ab übrigens, es gibt diese Art von, bist du groß, bist du klein, etc. Also eher, wie du sagst, mit so einem Fragetool. Ich würde schon die Frage auch direkt mit ein paar Vorschlägen beantworten und dann die Leute über in so Filterkategorien reinlaufen, weil ich muss mich ja runtertrillen. Also eigentlich ist ja mein Twill-Down, meine Facetten aus der Faceted Search ist ja die eigentliche Content. Also für den Nutzer, weil er muss sich anhand dessen definiert, ja, was er eigentlich will. Weil ist ja, wenn ich im Geschäft hingehe und sage, ich hätte gerne einen Grill, sagt er mir auch nicht, kauf den, sondern sagt, was, ja, guter Mann, was hättest du denn jetzt gern? So gesehen, glaube ich, ist da sowieso. Aber das denke ich jetzt schon seit 4 Jahren, das hat sich noch nicht getan. Also noch nur vereinzelt, aber noch nicht in großen Massen, weil das einfach die Shop-Systeme so noch nicht im Großen und Ganzen anbieten. Es gibt ja diese Themenseiten-Topic-Pages bei, oh Scheiße, wer ist das Scheiß-System? Shopware, die ja dann leider komplett, also die SEO richtig kacke, weil die ja komplett Java, also in Hölle, aber von der Usability her finde ich die gut. Die halt einfach das Thema eher aufmacht und dich reinleitet in die wichtigen Filter oder Subkategorien. Das glaube ich, Douglas hat da ganz schöne Seiten mitgebaut. Was ich ja für den Scope den schöneren Anfang, was findest du jetzt weg vom Microservice? Aber ich habe das Thema mit dem Microservice, glaube ich, verstanden. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um mit solchen Monolithen umzugehen. Und wie ihr festgestellt habt, ist ja nicht für SEO, sondern ihr habt ja viele Sachen vertikalisiert. Ja. Können wir kurz stoppen, weil wir müssen den Raum wechseln. Ganz kurz, wir können auch schnell zumachen, weil das ist auch kein Thema. Dann würde ich nämlich sagen, wir sind, glaube ich, weitestgehend durch, oder? Ja. Genau, dann würde ich sagen, ganz kurz, wo kann man euch finden? Wie sind euer Twitter-Handles? Meiner ist Helen Schrader 19. Meiner war Big Kirch, glaube ich, ja? Ja. Okay. Genau, cool. Kommt sowieso in die Shownotes, da findet man euch. Benedikt, wir machen zu Local noch irgendwann einen neuen Termin aus im Laufe des Jahres. Und Helen, klar, auch das ganze Thema finde ich mit dem Market Research und sowas auch noch spannend. Muss ein bisschen mal im Kopf drehen, Marfo oder sowas, aber was man da kombinieren kann, finde ich auch noch mal spannend. Vielleicht findet man da auch mal noch was Schönes zu. Ansonsten räumt den Meetingraum, bevor die Kollegen endlich sauber sind. wir haben heute den 21. Die Show geht hoffentlich noch diese Woche, wenn nicht Anfang nächste Woche live. Und ansonsten sieht man euch auf der SMX. Jeder soll hinkommen und vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Ja, vielen Dank. Bis dann. Wir sehen uns auf der Tschüss. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.
Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt Rank Well.